Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Notruf 112. Wir warten mal wieder auf unseren Einsatz. Wir können mal schauen, Montagmorgen 7 Uhr mal wieder natürlich. Wobei ich jetzt heute zugegebenermaßen noch keinen Spielstand geladen habe. Weil, man sieht nicht mal, welches der letzte Spielstand war, den man gespeichert hat. Es stehen dann 4 Spielstände oder 5 Spielstände in der Auflistung Datum 0. Insgesamt also wenig hilfreich. Die Läden haben alle noch zu. Wird also auch heute wieder nichts mit unserem Coffee to go. Wo gab es denn eigentlich? Hier, oder? Genau. Leider geschlossen. Dann laufen wir noch ein wenig übers Gelände und hoffen auf einen Einsatz. Kann ich hier eigentlich springen? Nein. Ah ja, da kann ich rein. Gut. Dumm, die dumm, 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 dumm. Ich fürchte ja, es wird wieder mal nur ein LKW-Brand oder irgendwas. Verkehrsunfall, Person eingeklemmt. Und wer bist du? Machen wir mal den Angriffstruppmann. Klingt doch auch gut. Oder Wassertruppmann? Wassertruppmann. Oh, wir haben eine... Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall, VU3. Ausgesprochen pflegeleichte Frisur. LF24, RTW1, NEF1. Wartet, ich komme auch mit. Auf welcher Seite muss ich denn einsteigen? Ich hoffe, ich sitze richtig. So, auf geht's zum Verkehrsunfall. Ich würde mich interessieren, ob es dann noch irgendwie anspruchsvollere Einsätze gibt. Also Wohnungen mit Drehleiter und so Sachen. Zum Verkehrsunfall, ich tippe mal drauf, dass der hintere Wagen sein linkes Vorderrad verloren hat. Und der vordere wieder ein Mini ist. Oh, einmal das Licht platt fahren. Kann man ja mal machen. So, blockieren wir kurz die Kreuzung. So, steigen wir mal aus. Geh zu ABC Pulverlöscher. Wo ist denn der? Da. ABC Pulverlöscher aufnehmen. Geh zu Position. Wo ist denn die? Wo ist meine Position? Hallo? Kinders, wie soll ich denn zur Position gehen, wenn ihr mir die nicht anzeigt? Hier hinten wird die ja kaum sein, oder? Hat jemand meine Position gesehen? Da liegt eine Schere, Mensch. Ja, rate mal, wo deine Position ist. Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen, wenn ihr das nicht markiert?
Oder ist die da unter dem Auto? Ich habe übrigens richtig vermutet. Vorderrad verloren. Gehe zur Position, ja. Wo ist sie? Finde die Position. Ich finde sie leider nicht. So. Und jetzt? Dreht sich wie ein Roboter. Ja, hier bewegt er die Füße. Der andere gerade nicht. Ich meine, irgendwo hier müsste die Position sein, aber er zeigt mir weder an, noch reagiert er da drauf. Oder ist sie hier in der Bäckerei? Die hat zu. Schade. Da hat jemand seinen Mülleimer liegen lassen. Pixel-Videothek. Ihr seht aus, als wolltet ihr euch gleich kloppen. Hallo? Geht zu Gerätefach. Okay. Häng mal den Löscher wieder weg. Hoppala. So, schließe Rolltor. Hat er ihm jetzt gerade an die Ohren gelangt? Das sieht spooky aus. Der Mann mit den zwei Gesichtern. Oh, bringe Schlauchhaspel zurück. Okay. Wie hänge ich die jetzt da dran? So. Auf geht's. Können wir noch ein Lichtblatt fahren? Fahre mit einer Fahrzeugwache. Würde ich gerne. Unser Maschinist fährt nur nicht. Der ist wohl kaputt. F6. Dann fahren wir halt selber. Das ist eine Einbahnstraße. Ich habe mich verfahren. Ist das tatsächlich eine Einbahnstraße? Dum, 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 dum. Ich könnte das Blaulicht und so ausmachen, oder? Hopsa. Ups. Da stand ein Haus im Weg. So, Blaulicht am Mast aus, Warnblinker aus, Blaulicht lassen wir vielleicht besser an, ich fahre schließlich. Blaulicht aus, Blaulicht aus, so. Das RTW ist jetzt nicht tatsächlich da reingefahren. Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Das RTW fährt in den Unfallwagen. Cool. Kann man mal machen. Sollte man aber nicht. Oder der RTW, nicht das RTW. So, das heißt, es wird keinen Abschluss dieser Mission geben.
weil der RTW ja nicht wieder heimkommt. Der steckt ja im Unfallwagen. So. Es könnte sein, dass es eine kurze Folge wird. Außer es gibt es halt tatsächlich einen Missionsabschluss, aber ich bezweifle das. Himmel. Ich will doch hier, ich will in diese Richtung gucken. So, Motor aus. Und aussteigen. So. Jetzt haben wir das Problem. An die RTW-Einsatzkräfte komme ich nicht ran. Das heißt, ich kann denen auch nicht helfen bei der Rückfahrt. Glaube ich zumindest. Ja, richtig. Was dann im Gegenzug dann auch heißt, die zwei Kollegas hier kommen nicht mehr heim. Oh, die ist zu. Ja, damit gibt es kein Missionsende. Und ohne Missionsende gibt es keine neue Mission. Hä? Die Tür klappt auf. Die da oben. Cool. Mich gerade schon gewundert, was das für ein komisches Geräusch war. Ja, nix RTW, nix Missionsende, dafür eine Tür, die durchs Dach klappt. Naja. Dann würde ich sagen, beenden wir damit die Folge an dieser Stelle. Wird das heute wieder mal eine etwas kürzere. Anders kann ich das Spiel leider nicht retten quasi. Weil jetzt kann ich nicht mal in die entsprechenden Personen wechseln, um den RTW heimzubringen. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und ihr seid dann auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir uns an den nächsten Rettungsversuch wagen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.